So, willkommen zurück zu Outer Worlds, dem Spiel, wo wir mal wieder auf Monarch gelandet sind, dem höllischen Planeten aus der Hölle. Und wir sind in mehr oder weniger Vorburg, wo wir für Ellie ein Wettbewerb, Quatsch, ein Versicherungsbüro suchen, in dem anscheinend etwas verfrüht das Geld für den Tod ihrer Person eingefordert wurde. Von ihren Eltern. Und das können sie denn nicht. Vorburg ist vor allen Dingen der Ort, der so ein bisschen ruckelt, was mich ein bisschen aufregt. Obwohl ich diesmal sogar versucht habe, was zu tun. Ach, das ist die Versicherungsgesellschaft. Ich erinnere mich wieder. Da war ich schon mal. Da bin ich da oben mal eingestiegen, oder nicht? Das ist da, wo ich aufs Dach klettern konnte. You seen Arthur today? Arthur. Ja, den habe ich doch rausgeholt, Arthur, den Schmuggler. Der müsste doch wieder hier sein. Ach ja, guck mal, was ich sein. Die Brücke jetzt. Ich wäre Arthur, das würde ihn hier reden. Hallo, Versicherungsagent. I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Yeah. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Das Ding ist einfach, was mich am meisten so verwirrt, dass das tatsächlich irgendjemand Versicherungsgeld kassiert hätte. Ich hätte gedacht, dass in einer Welt, beziehungsweise in einem Planetensystem wie Halcyon, die Versicherung eigentlich nie auszahlen, es sei denn, du bist ein großer Konzern, weil das halt Betrug ist. Das kennt man ja so, das ist so wie Ticketversicherung oder Reiseflugversicherung. Also, wenn ihr jemals ein Ticket kauft, lasst es mit der Ticketversicherung. Das kannst du eh nie claimen. Genauso wie die Reiseausfallversicherung. Da gibt es ganz tolle Winkeladvokatensprüche dran, ne? So dass du es am Ende eigentlich nie kriegst, das Geld. Das ist verschwendete Kohle. Also machen die halt ihren Gewinn, diese Flugbuchungsportale. Na gut, lass uns deine Lebensversicherung von Mary Fenton. Das geht so einfach. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Nicht? Ist das, die haben nichts gefunden? Ich habe das Gefühl, dass die alle ihre Arbeit nicht machen. Are you serious? Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. Was? Die Förster hat die Forderung in die ganze Angebotsreihe von modebezogenen Policies hervorgebracht? Modebezogene Policies? Was? Hä? Moment, berichtigen? You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Ja, das wäre natürlich sehr ärgerlich, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen geschriebenen Willen hätte oder so. Okay, wie kann ich das ändern? Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room. That contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Ja, selbstverständlich. Das wäre Betrug. Ja, ja, durchaus. Das ist genau, was wir machen. Ach, man, ist das dumm. Na gut, das klingt ja schon mal sehr erfreulich, dass dann, einschüchtern 30? Nur? Du machst das. Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well, I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill. If you say so. Ellie Fenhill? The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Ja, danke. Got a minute? Ja. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Wie fühlt sich das an? I've never been prouder to stand back and watch someone else work. Was? I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Wie denn? Gibt's überhaupt, falls sie überhaupt echte Jobs? Ich habe das Gefühl, hier machen alle Leute nur irgendwelchen Bullshit-Scheiß. Und keiner arbeitet mehr richtig. Versucher gesehen wie echte Jobs? Maybe as lineholders or warm bodies? Als Springer? Das sind echte Jobs.
Oh, sure. You've got to wait in line for just about anything in Byzantium. And not everyone has the time or inclination to do it themselves. As for warm bodies, some companies like to keep extra workers on site to look more productive. Hä? Das, oh, oh. Also, das ist... Oh, da habe ich mir neulich einen Vortrag angehört. Dass es viel zu viele Bullshit-Jobs gibt. Und dass es heute schon ein ernsthaftes Problem ist, dass die Leute nicht mehr wissen, was sie eigentlich tun. Die kommen sich vor wie Betrüger, weil die werden für was bezahlt und machen eigentlich den ganzen Tag nichts. Oder halt irgendwie nicht so wirklich effizient. Und haben halt nicht das Gefühl, dass wirklich gebraucht werden. Und das kommt nicht daher, dass sie das jetzt so ein Poster-Syndrom haben, sondern die werden halt wirklich nicht gebraucht. Muss ich zum Beispiel fragen, warum haben wir eigentlich 20 Versicherungen? So zwei würden es doch auch tun. Oder eine eigentlich? Ich meine, wofür hast du so viele Leute? Das war bei den Amis zum Beispiel das Ding, wo sie Obamacare eingeführt haben. Weil da haben die da auch irgendwie zigtausend verschiedene. Ja, das ist die Erklärung ist ganz einfach. Die wissen sonst nicht, wohin mit den ganzen Leuten, die da drin arbeiten, den Ding. Die werden halt alle nicht gebraucht. Das könntest du halt alles zusammendampfen. Aber die Leute sind halt da. Das ist... zum Beispiel gibt es Statistiken darüber, wie in den 80er Jahren, das ist das Beispiel auf Ärzte bezogen, wie viele Ärzte gearbeitet haben und wie viele davon administrative Tätigkeiten waren. Und dann auch wieder Anteil zwischen administrativem Personal und Ärzten war. Und seitdem ist es exponentiell angestiegen, wie viele Leute in der Verwaltung von so einem Krankenhaus arbeiten. Und die Ärzte arbeiten tatsächlich weniger am Patienten und mehr an der Dokumentation seitdem. Also das ist der tatsächliche Arzt-Patienten-Schlüssel ist quasi runtergegangen. Bei gleicher Anzahl an Ärzten und Patienten. Das ist großartig. Na gut, dann was? Und dann tun sie einfach nichts. Oh no. There's lots of paper shuffling and pen clicking that goes on. The really good ones know how to leave sticky notes in just the right places. See, this is why I had to get out of Byzantium. Not sure what comes next for me though. I've never been much of a planner. Das klingt halt genau danach, ne? Das muss halt nur gesehen werden, wie wichtig sein. Das ist so ein Problem, das hast du nicht nur Bullshit-Jobs, sondern das hab ich sogar höchstpersönlich in meinem eigenen Job. Das ist halt... Ich mache halt so mein Ding und der Laden läuft. Das ist halt... Die Bude brummt halt, geht nichts kaputt, aber dann ist halt die Frage, was macht er eigentlich an, sagt der Byrne. Sitzt da rum in seinem Büro, klickt ein bisschen an seinen Rechner rum. Da arbeitet er ja auch nicht. Wenn er natürlich immer schön hier... Warte mal, ich habe noch einen anderen Kuhschrauber, der geht dafür besser. Mal schön Posts irgendwo hinsticken wirst, 1000 Mails schreiben wirst, würde jeder denken, oh Gast, der arbeitet. Hab einen Kollegen neulich, hat er gemeint, der will nicht mehr so viel Meetings sitzen. Jetzt hat er sich zu noch einer Besprechung eingeladen von meiner Abteilung, weil da gibt so geteilte Mitarbeiter. Und das ist halt so eine Montagsbesprechung. Da wollte er jetzt auch noch mit rein. Hat er gesagt, er will nur mal kurz reinlauschen. Besprechung ging eine Stunde, war die komplette Stunde da. Ja klar, er will nicht mehr so viel Besprechung sitzen. Ist klar. Ja, auf jeden Fall, das ist so Bullshit-Jobs, ne? Das ist Leute, die sind nur labern eigentlich so richtig. Das ist halt mal tun, machen, aber nichts passiert. Na, du brauchst so Verwalter, aber irgendwann ist es Schluss mit Verwaltung. So, naja gut. Und die Dinger geben sich nach und nach. Fragen wir warum nicht. Maybe you haven't noticed, but you can't even count on a bribe making it into the right pocket. What's the point of planning for anything around here? Das ist halt zynisch. Dass die denken, wir diesen auf Hunde gehen lässt? In der Tat, ne? Hate to say it. But Halcyon's already there. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Yay! Gerahmter Versicherungscheck! Das weiß ich nicht. Ja, ich war nicht wegen des Geldes. Ich hab's für dich getan. Don't make it weird. You've gotta be in it for the money now and then. Why else would you go through all this trouble? Crew? Freunde! Freundschaft! Das ist hier bestimmt zu viel, oder? You sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're getting hammered with you. Naja, wenn wir dann mit Nyoka nochmal reden, da geht bestimmt einiges. Ich bin eine Macherin, keine Schwätzerin, lass mir es einfach dabei. Freunde sind wichtig, wenn ich für die Leute, die am Herzen liegen. Das Ding ein bisschen gefühlsduselig, ne? Yeah, yeah. I'm not trying to get all mushy or anything. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then, so that one day, they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Ach, jetzt fehlt mir wieder die Wahrnehmung. Ich hasse es. Danke. Don't mention it. Really. This feels weird enough as it is.
Wir können noch was anderes, das ist wahrscheinlich durch, oder? Something on your mind? Ja. Gut. 6000 XP. Eddie hat den Vorteil, 2 Schecks für Fährmann erhalten. Wir haben zumindest im Retter. Eddie! 2 Schecks für einen Fährmann? Verringert die Bestechungskosten. Das bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Wir erinnern uns, ich besteche nie Leute. Nie, 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 nie. Was damit zusammenhängt, dass man die meistens eher erpressen kann. Das ist ja irgendwie leichter. Per Report. Miyoka is drunk. Surprise. Immerhin kennst du die Namen von einem. Und zurück nach Byzantium, den Ort, wo man anscheinend viel dafür bezahlt wird, beschäftigt auszusehen. Das ist echt bizarr. So, was machen wir jetzt eigentlich? Es geht langsam die Quests aus, ne? Töten sie einfach schade. Ich will sie eigentlich nicht wirklich töten. Achso, posieren sie verschiedene Outfits Lester. Achso, da muss ich ja noch. Outfits folgender Sets: Ikonoklasten, Plünderer und Spacer. Was habe ich denn da? Anna ist die Frage, was haben meine Leute denn da? Das ist Sugar Ops, das ist Riso, ne? Das ist Raptidum Wert, okay, das ist nix. Was hat er hier an? Das ist auch Sugar Ops, wa? Kann ich das eigentlich irgendwo sehen, was das ist? Mittelschwierig, das ist nix. Nyoka, was hat Nyoka an? Das sieht doch hier, das sieht doch sehr nach Ikonoklasten aus, oder? Ikonoklastenhelm und Ikonoklastenrüstung von Hephaist. Okay, also Ikonoklasten hätten wir schon mal auf Tasche. Juri. Pavati hat was an? MSI. Saturna Elite-Tops und MSI. Das hier ist doch auch ein MSI-Hut, oder? Ich habe auch diesen MSI-Elite-Helm. Also der passt hier auf jeden Fall. Also MSI hätten wir auch. So, der Vicar hat ja nichts. Der hat immer seinen Anzug hier. Das ist ja. Also wir müssen. Okay, wir müssen also kurz nach Edgewater fliegen und ein paar Typen niederballern. Na, wir fliegen mal drauf. Ja, das ist großartig. Oh, warte mal, Edgewater ist vielleicht. Ach, jetzt sind wir sowieso schon in Edgewater. Na komm, fliegen wir kurz zum Versammlungszentrum. Ja. Obwohl Edgewater ist eigentlich gar nicht so klug, fällt mir gerade so ein. Es wäre besser gewesen, wenn ich nach Roseway gegangen bin. Da gab es, glaube ich, mehr Typen, die rumgelaufen sind draußen. Wie gesagt, wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Das ist, ich glaube nicht, dass hier noch so viel kommt. Ich habe schon gelesen, dass einige der Planeten nicht wirklich betretbar sind. So, Banditen. Unterlevelige Banditen, die mit einem Schuss umkippen. Was ich sicher doch nach Dings fliegen können, ne? Nach. Ach, wie ist es gleich? Skiller. Den Asteroiden. Die spawnen doch die scheiß Banditen noch nicht. Okay, den habe ich anscheinend irgendwann mal erschossen. Er hat schon mal einen provisorischen Glauben. Wir brauchen noch einen Helm. Ich war anscheinend in dieser Hütte nicht drin. Sonst würde ich nichts geben als Kette. Komm schon, ich brauche nur einen Helm. Wenn irgendjemand einen Helm gibt, passiert niemandem was. Außer meiner Framerate, so wie es aussieht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. So, im Nachgang fällt mir ein, dass der Weg hier noch wesentlich besser aussieht. Ach, guck mal, da sind doch welche. Zwei XP bringen, ja, 2 XP sind nicht viel. Sieht das so aus, hätte ein Helm gehabt. Wenn es vorhin eine Frau war. Das konnte ich aus. Konnte ich aus der Entfernung jetzt nicht. Boah, jetzt habe ich 16 FP. Was ist denn hier los? Bergbaurüstung, Fichtersäbel. Ich glaube, die sind gefährlich unter. Jungs, irgendjemand von euch muss doch wohl einen Helm bei haben. Das kann aber nicht sein. Jagdgewehr. Keiner einen Helm auf Tasche. Müssen wir weitermachen. Ruckel, 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 ruckel. Ich kann mir das echt nicht erklären, aber vor allem das Lustige ist, wenn ich raustappe. Denn ist es halt nicht so, ne? Ich kann ja maximal, oder ich kann ja mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich habe jetzt Outer Worlds 8 Kerne weggenommen. Das ist die Hälfte. Also, das heißt 8 Kerne. Eigentlich 4 Kerne und 4 virtuelle. Oh, das hat tatsächlich geholfen, oder? Ich meine, das Spiel ruckelt selber ruckelt nicht mehr. Sie waren doch auch noch ein Banditen, oder nicht?
Hallo? Banditen? Weißt du, wenn du einmal Banditen erschießen willst, dann sind beide breit. Keiner aufzufinden. Ich brauche doch nur so einen dummen Helm. Es wird da wohl irgendjemand hier so einen Helm bei haben. Oh, die gefühlt drei Schaden. Oh, hier ist eine Leiche. Nehmen wir einen Roboter an. Am Anfang dachte ich, wieso ich noch die Roboterrevolution wäre hier noch eine reale Möglichkeit. Nee, der FPS geht wieder runter. Bei den One-Shots kein Wunder. Ja gut, ich würde aber auch hochlevelige Gegner One-Shotten. Achso, ich hatte doch letztes Mal noch was anderes ausprobiert, oder? Ich hatte doch hier noch... Oh. Also ich bin der Meinung, ich müsste den gar nicht in den Kopf schießen, die würden so oder so umkippen. Egal, was ich mache. Warum hat denn hier niemand so einen dummen Helm bei? Dürfte ich die jetzt schon automatisch, wenn ich sie mir angucke, oder irgendwie steckt mir meine E-Taste fest? Donnerschläger. Donnerschläger. Ich habe doch mehrere erschossen. Da habe ich einen Helm geloot, ich habe es nicht gesehen. Ah, ich dachte nicht. Hm. Ja, das ist schlecht jetzt. Also ich muss ja von der Quest mal nicht Ellie mitnehmen, sondern Joker, weil die ja die Rüstung bei dich anziehen will. Klingen wir auch mal die Typen eigentlich her. Ellie, we gotta talk. What? My second least favorite set of four words. Here we go. You gotta stop treating me with kid gloves. I'm not gonna fall to pieces if you look at me sideways, and I'm not going away. It's fine if you don't like me, but we gotta find a way to work together. For the crew. Never heard you sound this forceful. It's kind of refreshing. Ja, in der Tat, total erfrischend. Hm. Huh. Ja, davon sind noch mehr Wachen. Okay, die sterben auch, wenn ich in die Brust schieße. Sterben wir, wenn ich in den Fuß schieße? Ja. Habe ich schon das Wort brutal unterlevelig erwähnt? So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit den Helmen hier nichts mehr wird. Egal, was ich mache. Irgendwie die falschen Banditen ausgesucht. Muss ich jetzt echt nochmal woanders hinreisen? Weil hier sind wir wieder in Edgewater, ne? Findet übrigens minimal creepy, das Zeichen. Da vorne ist ein Trock los. Ach du Scheiße, das ist wieder. Ich weiß nicht, wie die mir am Anfang voll Schwierigkeiten gemacht haben. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit diesen Trocklos große Schwierigkeiten. Ah, guck mal, da hinten ist der Terraformer von Edgewater. Da unten sind noch bestimmt noch Banditen mit Helm, oder? Nein, das liegt ja zu Plasma, das ist ja ärgerlich. Das macht es natürlich schwierig, da jetzt einen Helm rauszuholen. Hm? Okay, wir können die Leute nicht mehr mit der Wissenschaftswaffe erschießen, das fallen die zu Staub. Das ist außerordentlich ärgerlich. Plünderer Speer, warum liegen hier zwei Beine vom Plünderer Speer? Was ist mit dir passiert? Ist der zerplatzt? Da bin ich doch hoffentlich nicht schuld. Da hinten ist noch ein Plünderer. Zwei sogar. Wieder kein Helm. Bett irre. Die droppen einfach keinen Helm, diese Typen. Verplatzen ist besser als das Integrieren. Ich kann nicht ein Bein looten, ne? Also am meisten regt mich das auf, dass hier... Ja, jetzt habe ich da 30 FPS. Das ist doch... Also lieber YouTube-Zuschauer, wir reden über Instream. Was ist das hier für ein Feld? War ich hier schon mal? Bin ich hier gelandet? Ach ja, das ist das, wo ich gelandet bin. Ne? Das ist das, wo ich angefangen habe.
Altes Wrack. Ja, ich erinnere mich da an diesen Ort. Ich muss jetzt wirklich nach Rosewave fliegen? Ich will doch nur einen Helm haben. Ja, genau, da hinten waren die Trocklos. Was? Das waren die Trocklos, die ich mit als erster erschossen habe. Wo ich gleich am Anfang total mutig war. Ich erinnere mich noch. Was habe ich eigentlich noch für Waffen bei? Ich habe noch ein Plasma-Gewehr, glaube ich. Das ist, glaube ich, ebenso tödlich wie das andere. Hier ist noch ein Stück, Leute. Hier ist ein toter Trocklo. Jede Menge Trocklo-Köpfe, Zeug, ein Bett. Kein Helm. Edgewater. Oh, da hinten ist die andere Leibe. Ich kann runter ins Wasser gehen? Ich kann runter ins Wasser gehen. Das habe ich noch nie gemacht. Gibt es hier noch was Cooles? Dann war die Reise vielleicht doch nicht ganz umsonst. Cool. Also nicht, dass hier irgendwas gibt, aber ich finde ja diese Felsen ganz hübsch, ne? Haben die Schiffe an jemanden gekaut, der vielleicht einen Helm auf hat? Bewohner? Schaufler, ey. Einsames Grab entdeckt. Kann ich den ausbuddeln? Da irgendjemand versucht hat, seine Grabgebühr zu umgehen. Da hinten ist auch noch was ein Terraformer. Auch noch ein bestürztes Raumschiff. Fragt man sich natürlich, warum man einfach so ein Raumschiff hier an der Küste abstürzen lässt, ne? Oh, ist das ein Saltuna-Farmer? Als Kette. Bisschen Munition. Tief ins Wasser kann ich denn noch rausgehen? Okay, das war's. Ich will jetzt nicht. Muss ich erstmal nochmal nach Rosewave fliegen. Na gut, dann machen wir das mal.